Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute geht es um die Mavic Mini. Wir machen ein ausführliches Review und einen Test. Viel Spaß! So, als erstes schauen wir uns mal die Größe an, denn die Mavic Mini ist schon, wie der Name sagt, die kleinste Drohne der Mavic-Reihe und die ist wirklich sehr, sehr klein. Die passt wirklich auf meine Handfläche und meine Hand ist jetzt nicht riesig. Das gleiche auch mit der Fernbedienung. Wenn man die aufeinander legt, dann kann man die ganz simpel, die Drohne und die Fernbedienung an beiden Seiten vom Rucksack einstecken und kann die auch einfach mitnehmen. Das Gute an der Drohne ist, was wahrscheinlich für die meisten ein Kaufargument dafür ist, ist, dass die ziemlich leicht ist. Die wiegt 249 Gramm und damit ist sie in vielen Ländern der Erde, kann man einfach direkt drauf losfliegen, ohne dass man eine Registrierung oder eine Plakette oder ähnliches braucht. Ab Juli ist die Drohne in der Drohnengewichtsklasse 10.0. Die Fernsteuerung ist sehr kompakt. Als erstes klappen wir die Antennen aus und öffnen die beiden Backen. Dazwischen klemmen wir nachher unser Handy ein und müssen die Steuerknüppel anschrauben. Das sind die Startvorbereitungen für die Fernbedienung. Bei der Drohne müssen wir als erstes den oberen ausklappen, den oberen Arm. Danach kommt der untere Arm, wird dann ausgeklappt und genau dasselbe. Bei der anderen Seite klappen wir jetzt auch wieder erst den oberen Arm nach vorne aus und dann den unteren Arm. Und danach müssen wir nur, um zu fliegen, sollte man den Gimbalschutz hier vorne entfernen. Und dann hat man hier die Drohne soweit einsatzbereit, muss man die dann nur noch anschalten. Man braucht auch eine Micro-SD-Karte, um die Videos zu speichern. Und die Mavic Mini hat einen USB-Anschluss, um sie zu laden. Außerdem kann man weitere intelligente Flugakkus dazu kaufen oder eine Ladestation kaufen. Dann kann man den Akku aus der Drohne rausnehmen und ihn separat aufladen. Der Akku wiegt mehr als die Drohne, also die ist wirklich schon richtig, richtig leicht. Die Verarbeitung ist ziemlich gut. Die ganze Drohne besteht aus Plastik, um Gewicht zu sparen. Wir haben aber trotzdem eine dreiachsstabilisierte Kamera an Bord. Und alle Kabel sind mit Netzen ausgestattet, damit diese beim Ein- und Ausfalten der Drohne nicht kaputt gehen können. So, jetzt stecken wir aber mal wieder den Akku rein in die Drohne und fliegen jetzt einfach mal ein bisschen drauf los. Dann können wir uns nicht auch mal die Bildqualität der Drohne, die wirklich sehr, also für die meisten Leute wahrscheinlich ausreichend ist, anschauen. Übrigens in 2,7K mit 30 Bildern die Sekunde. Und wenn man die Auflösung etwas nach unten stellt, auf Full HD, dann filmt sie sogar mit 60 FPS, womit auch gute Slow-Motion-Aufnahmen möglich sind. Außerdem hat die Drohne 4 Quickshot-Möglichkeiten an Bord. Das ist einmal Drony, dann haben wir Kreisen. Dann haben wir einen Helix-Modus und einen Rocket-Modus.
ist während des Flugs ist die Drohne echt, das Bild echt gut ausstabilisiert durch den 3-Achsen-Gimbal, was wirklich sehr, sehr gut ist für diese Preisklasse. Die kostet, glaube ich, im Moment gerade im DJI Store so 400 Euro circa. Und die Flying More Combo kostet 500 Euro, wobei dann auch dabei 3 Akkus dabei sind und noch ein Schnellladegerät. Dabei, das kann ich wirklich nur empfehlen für alle, die etwas länger fliegen wollen und die wirklich damit viele Aufnahmen machen wollen. Mhm. Wir haben eigentlich einen Fehler gemacht, dass wir nicht die Flying More Combo gekauft haben. Dann bei der Funktion von der App waren wir etwas enttäuscht, da man nämlich nicht den ISO-Wert, die Belichtung, einstellen kann. Heißt, wenn man ein bisschen unterbelichtet hat von der automatischen Einstellung, dann kann man den leider nicht nach oben stellen, was vielleicht ein Argument wäre, um die sich nicht zu kaufen, da man dann vielleicht etwas schlechtere Aufnahmen machen kann. Aber für Anfänger und auch für Leute, die nicht so einen hohen Anspruch auf die Videoqualität haben, würden wir die Drohne empfehlen, da sie eben 249 Gramm wiegt und dadurch ultra leicht ist und in die Mini-Drohnenklasse zählt. Außerdem gibt es kann man mit der Drohne auch Zeitraffer aufnehmen, was vielleicht auch ganz praktisch ist, um zum Beispiel einen Sonnenuntergang aufzunehmen. Weil die Akkulaufzeit waren wir wirklich echt überzeugt davon, auch wenn sie manchmal nicht ganz ausgereicht hat, aber so circa 27 Minuten, auch wenn die Herstellerangaben 30 Minuten sind, so zwischen 25 und 27 Minuten kann man damit rechnen, dass man weit fliegen kann. Der Akku der Fernbedienung reicht ungefähr für 5 Flüge. Also bei der Flying More Combo kann man alle 3 Akkus leer fliegen, ohne dass man die Fernbedienung zwischendurch aufladen muss. Die Reichweite der Drohne ist laut Herstellerangaben in Europa 2,5 Kilometer und in den USA 4 Kilometer. Allerdings sind es natürlich unter Optimalbedingungen getestet worden. Heißt, dass der Wert deutlich abweicht davon. Allerdings haben wir mit der Drohne getestet, dass wir in Europa 1,3 Kilometer die Spitze haben, die sie weit kommt, aber auch nur wirklich unter guten Bedingungen. Normalerweise kommt man so 900 Meter weit oder so, wenn es unter etwas schlechteren Bedingungen. Allerdings darf man ja eigentlich eh nur auf Sicht fliegen, also von dem her sollte es eigentlich nicht so ein Problem sein, auf Weite zu gehen. Mhm. Wir haben die Drohne auf einem freien Feld getestet und haben die auch immer gesehen. Ja. Noch etwas zur Fernbedienung und zur Drohne. Die kann man super in den Urlaub mitnehmen, da die Fernbedienung kann man eben ganz kompakt machen. Da kann auch nicht viel passieren. Bei der Drohne sieht es da schon anders aus, da die Propeller, wenn ich die jetzt einmal einklappe, da dann die Propeller rumfliegen und wenn man die in die Tasche steckt, die vielleicht abknicken könnten, da empfehlen wir Propellerschützer oder einen kleinen Beutel. Ja genau, das haben wir jetzt so gelöst, dass wir einen kleinen Beutel haben, da wir nicht die Flying More Combo haben. Heißt, wir haben auch leider keinen Case dafür, für die Drohne. Allerdings kann man dann halt einfach ganz einfach die ist ein bisschen größer als die Drohne, das Säckchen, und dann kann man die ganz einfach mitnehmen. Das nimmt wirklich keinen Platz weg. Deswegen, wie nochmal gesagt, ist super für Leute, die in den Urlaub fahren, halt einfach da mal so gelegentlich eine Drohne fliegen lassen wollen. Also das eine Säckchen haben wir gerade hier. Da passt genau die Fernbedienung genau rein. Natürlich muss man die Steuerknüppel zuerst abschrauben. Die lege ich mal über der Seite und verstaue sie nicht in der Fernbedienung. Und bei uns sieht das Säckchen so aus, dass wir das hier oben zuziehen können. Und dann ist die und beim Säckchen für die Drohne ist die Drohne dann geschützt und die Fernbedienung. Hier vorne ist noch eine kleine Tasche, um die Zubehörteile zu sichern.
Genau, und jetzt kommt noch unser Fazit dazu, zu der Drohne, die wir jetzt ja getestet haben, schon seit mittlerweile 2 Monaten, glaube ich, testen wir die jetzt schon. Und ich würde sagen, die Drohne hat natürlich einige Vorteile, aber natürlich auch Nachteile. Also der erste Vorteil ist natürlich schon mal die ganz klare Größe. Das ist natürlich auch das, warum DJI so eine Drohne auf den Markt gebracht hat, weil die soll nicht jeden ansprechen, der wirklich eine kleine und kompakte Drohne braucht, aber dafür also auch dann sagt, gut, ich zahle weniger Geld, für weniger Geld kriege aber dafür auch weniger. Aber so insgesamt, die Drohne, die ist sogar ziemlich gut für den Urlaub geeignet, weil man kann sie halt einfach in jeden Rucksack und manche Leute, also wenn man eine größere Hosentasche hat, würde die vielleicht sogar in eine Hosentasche reinpassen mit dem Säckchen. Und daher kann man eigentlich wirklich überall fliegen, auch wegen den unter 250 Gramm. Da die unter 250 Gramm wiegt, kann man sie eigentlich direkt ohne Registrierung anfangen zu fliegen. Genau, aber ein Nachteil ist auf jeden Fall die App auf der einen Seite, da wir ja da nur ziemlich wenig einstellen können. Zum Beispiel bei der Mavic 2 Pro oder bei der Mavic 2 Reihe und bei der Mavic Air gibt es da schon ein paar mehr Einstellungen. Da würden wir uns schon ein bisschen wünschen, dass es da vielleicht sogar nochmal ein Update gibt für die App, dass man dann da vielleicht noch ein bisschen mehr ein paar mehr Videoeinstellungen hat, zum Beispiel wie den Follow-Me-Modus. Der fehlt da nämlich wirklich. Das könnte eigentlich nur realisiert werden, wenn DJI noch eine Mini rausbringt mit eingebauten Sensoren. Hier vorne sind leider nur Replikate drin, also kann die keinen Hindernissen ausweichen. Ein weiterer Nachteil sind die vielen Luftöffnungen hier. Dass da nämlich dann Regen reinkommen kann. Ja. Ein weiterer Nachteil an der Drohne ist, dass die Status-LED oder die LED sehr schwach ist und dass man die am Himmel kaum sieht. Wo bei anderen Drohnen ist die Leuchte an den Arm, dann kann man die besser in der Luft erkennen. Ein Quick-Replacement-Mechanismus für die Propeller fehlt auch. Man muss also immer einen Schraubenzieher dabei haben, um die Propeller zu wechseln. Das ist jetzt zwar ein Nachteil, aber wir wechseln auch nicht so oft die Propeller. Wir haben jetzt in den 2 Monaten einen Propeller wechseln müssen und dafür ist es völlig okay. Das war's soweit von uns und jetzt seht ihr noch eine zusammengeschnittene Footage aus den 2 Monaten, wo wir die jetzt schon benutzen. Viel Spaß dabei und abonniert unseren Kanal oder lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Macht's gut. Ciao.